Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das wird leider das letzte Video bezüglich des Tower of Trials und ich möchte euch was ganz Wichtiges mitteilen, falls ihr es gestern in meinem Stream nicht mitbekommen habt. Am 31.08., also so ziemlich genau in einem Monat, verschwindet der ganze Tower of Trials. Alles verschwindet hier. Ihr seht, ich hab diese nicht mal gemacht. Ich habe den mit meinem anderen Account gemacht. Aber alles verschwindet. Von Stufe 1 bis Stufe 30. Ihr könnt den dann nicht mehr spielen. Deswegen beeilt euch. Bis zum 31.08. ist er noch da. Solange könnt ihr ihn noch machen. Schaut euch meine Videos an, wie ihr den schafft. Und dann bekommt ihr easy nochmal diese 200 Gems. Also circa 200 Gems. Und natürlich die anderen ganzen Rewards. Also beeilt euch, bevor der weggeht. So schwer sind die gar nicht. Und wenn ihr alles macht, was ich in meinem Video mache, dann schafft ihr das auch easy. Wir fangen natürlich mit dem 23. Stock an. Genau da, wo wir aufgehört haben, letztes Mal. Und da spielen wir Sariel, Green Gotha, Green Arthur und Bann hinten. Was ihr hier machen wollt, ist einfach, dass ihr einen Counter bekommt, ganz am Anfang, aber einen goldenen Counter. Ob ihr jetzt zwei Sariel-Karten bekommt oder zwei Rank-Ups, das ist ganz egal. Aber versucht einfach zu resetten, bis ihr einen Sariel-Counter von Anfang an, einen goldenen habt. Und dann, yalla. Also wenn der Gegner ja first geht, cutte ich das immer raus. Ich habe jetzt zwei Counter bekommen, machen wir einfach so, ranken den ab und dann einfach auf den Level 3 Sariel-Counter gehen. Wenn ihr Solid Relic habt, wäre das natürlich noch besser, weil dann bekommt ihr ja auch Debuffs durch Solid Relic. Das ist sehr geil natürlich mit dem Holy Relic. Wenn ihr es nicht habt, braucht ihr nicht unbedingt, aber es ist halt einfach ein geiler Zusatz. Ist halt einfach ein geiler Zusatz, muss man einfach sagen. Muss man einfach sagen. Und Sariel macht auch geilen Damage. Und der Gegner Sariel macht auch geilen Damage gegen meinen Arthur. Das war sehr nice, Crit Sariel, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Wenn es Arthur stirbt, dann ist halt so, dann haben wir ein bisschen weniger Buffs, aber kann man nichts machen. Wir holen uns jetzt noch ein bisschen Dinger hier raus, weil wir machen einfach diese paar Karten hier. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar nochmal einen bekommen. Ob wir vielleicht sogar nochmal einen bekommen. Wobei ich glaube, oh, das wollte ich nicht. Ich glaube, wir machen einfach so. Machen hier, warte. Machen so. Machen hier und so. Und das könnte auch klappen. Das könnte auch klappen. Der hat ungewöhnlich viele Attacken auf einmal gemacht. Sariel habe ich so nicht gewohnt in Dinger. In dieser Stage, aber ist halt so, kann man nichts machen. Mein Sariel stirbt natürlich nicht. Nur der Counter halt wird nicht geprockt natürlich. Ist ja klar durch Ulti. Ist schade, aber kann man nichts machen. Und Sariel macht einfach die ganze Arbeit. Da braucht ihr euch gar. Ey! Da braucht ihr gar keine Angst am Sariel. Macht einfach die ganze Arbeit. Unser Gopher cleart es gleich kurz. Indem er die zwei Side Units wegholt, würde ich sagen. Oder Gopher, machst du das? Machen wir so. Dann holen wir uns noch ein bisschen Lifesteal. Dann gucken wir mal, ob wir noch mal weitere Sariel-Counter bekommen. Das wäre halt sehr nice. Wäre halt sehr nice. Aber mehr braucht ihr auch nicht. Ihr habt gesehen, Sariel kann die Side-Units alleine töten. Und einfach durch sein Dinge-Counter easy Damage machen. Und durch sein Holy Relic natürlich. Aber wie gesagt, Holy Relic braucht ihr nicht unbedingt. Und Rest müsst ihr einfach Sariel überlassen. Natürlich, es kann sein, dass jetzt Babu Damage macht gegen uns. Ihr seht. Weil wir auch erstens keinen Counter mehr haben. Und das. Ah, okay, unser Arthur stirbt nicht, weil. Dinger, weil er hat nur eine Attacke gemacht. Ist geil, ist sehr geil. Vielleicht stirbt auch durch die Ultimate von Sariel schon, keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Counter ist drinne und wenn er uns zweimal attackiert, er macht jetzt zwei Attacken, ist er tot. Er ist so oder so tot. Ihr seht, Stage ist nicht so schwierig, nimmt einfach Sariel mit, sein Counter, er regelt es schon alleine. Auf zur nächsten Stage. Im 24. Stock ist es Gimmick bisschen ekelhaft, denn wir dürfen die zwei Side-Units nicht töten, die dabei sind. Sobald wir sie töten, macht Zarathras so einen krassen Damage, dass wir instant aufgeben können. Also, aufpassen, dass ihr die zwei Side-Units nicht tötet und einfach mit Bann immer Ulti-Spam. Also wie gesagt, Bann, hier, roter Bann, der alte, dann Red Arthur, Excalibur Arthur, Trigod und hier die Liz. Liz nicht gelevelt, wisst ihr schon, ich habe sie glaube ich schon mal hier in dem Video benutzt, also in dem Tower, in den Tower-Videos. Und ich habe für Bann und Arthur ihr Holy Relic. Für Trigod habe ich nicht das Holy Relic. Gucken wir mal. Ich brauche, glaube ich, nicht. Also, Arthur Holy Relic ist, glaube ich, wichtiger in dieser Stage sogar als das Holy Relic von Bann. Aber beides ist sehr geil. Beides ist sehr geil. Aber ich glaube, ihr braucht die beiden Holy Relics nicht. Nämlich, als ich diese Stage als allererstes Mal gemacht habe, habe ich genau das gleiche Team gespielt. Und ich hatte beide Holy Relics auch noch nicht. Deswegen einfach ein bisschen entspannt sein. Mit Bann, ein paar Karten spam. Und das war's dann schon. Ich habe jetzt doch nochmal Trigod gegen Reinhard ausgetauscht. Ihr könnt trotzdem mit Trigod bleiben. Nur ich denke, glaube ich, mit Reinhard, wenn ihr Reinhard natürlich nicht habt, ist es ein bisschen geiler. Wenn ihr Reinhard habt, spielt mit Reinhard, ist auch cool.
Aber Prozedere bleibt genau gleich, nur dass wir einfach eine zweite Unit haben, die die Side-Units am Ende des Matches noch töten kann. Aber sonst Prozedere komplett genau gleich. Was ich anfangs mache, könnt ihr auch genauso machen, wenn ihr Twigot hinten habt. Twigot ist jetzt hinten bei mir anstatt Liz. Macht einfach Alpha Taunt, Bun Buff und Bun Attack und sonst immer das Gleiche. Nur irgendwann mal im Match mache ich wahrscheinlich irgendeine Dingerkarte, eine Reinhardt-Karte, sodass ich einfach die Zeit schon ein bisschen geloadet habe, dass ich Ende ein bisschen weniger zu tun habe. Weil es kann ja sein, dass ihr Reinhardt, dass ihr Zaratras tötet, aber die zwei Side-Units nicht und dann machen die zwei Side-Units euch so bodenlosen Damage und dann könnt ihr noch immer verlieren, obwohl ihr Zaratras schon getötet habt. Deswegen guckt einfach, dass ihr halt das im Auge habt ein bisschen. Da wir hier sowieso nicht viel machen können, rush ich schon mal hier diese Ultimate und mach diese Tag auf ihn drauf. Guck, ein bisschen Damage geholt. Nicht allzu viel, das passt genau perfekt. Wir machen jetzt gleich wahrscheinlich auf den anderen auch noch drauf. Und dann ist es schon Schmackfatz. Das wäre geil, wenn ihr mich ein bisschen weiter runter macht. Dann bekomme ich mein Holy Relic geprockt. Schade, mein Holy Relic kann ich geprockt. Ah, jetzt vielleicht? Nee, nochmal nicht. Okay, er hat leider sein Dinger bekommen. Wie heißt das? Seine Ultimate. Kann man nichts machen. Ist halt einfach so. Wir machen dafür aber die Ultimate von Reinhardt davor schon rein. Dann bekommen wir ja diesen extra Buff da. Ausweichen oder überleben. So, das da. Sehr guten Damage von Reinhardt. Sehr guten Damage. Kann man so annehmen. Jetzt natürlich noch Bannkarten mitnehmen. Schmeckt natürlich auch. Und wir haben tatsächlich zwei Bannkarten bekommen. Das ist sehr geil. Brauchen wir unbedingt diese zwei Bannkarten, genau. Für die Ultimate auch gleich. Ja, passt perfekt. Und mein Holy Relic hat sich geprockt. Das schmeckt natürlich. Der andere hat zwar jetzt auch, aber wir gehen direkt auf den Level 2 Taunt. Machen dann so und machen so. Und dann haben wir die Bann-Ultimate. Und können guten Damage reinhauen. Hoffentlich stirbt er durch die Bann-Ultimate nicht. Das ist sehr kacke, wenn er durch die Bann-Ultimate stirbt. Ja, geht weiter auf Dinger. Arthur, passt perfekt. Habe ich gar kein Problem damit. Der hielt sich. Ja. Der hat die Kratze drauf. Passt bei dem. Ja, passt perfekt. Dann machen wir hier die Bann-Ultimate. Und bei dem Gegner wahrscheinlich diese Karte. Und rushen wieder hier mit ihm. Sehr geil, dass er nicht getötet hat. Sehr geil. Bei dem Gegner machen wir die Karte. Oh, knapp. Aber der tankt gleich so krass. Vertraut mir. Es wird ehrenlos. Ich glaube, wenn ihr die aber gleichzeitig tötet, dann passt das eigentlich. Gucken wir mal. Oh, sehr viel Damage gemacht. Wenig Damage gemacht. Der ist sowieso immer der stärkere Kanake von beiden. Ist halt einfach so, kann man nichts machen. Zaratas hat jetzt sowieso seine Ultimate, deswegen taunten wir einfach mal, machen die AOE und machen diese hier. Das ist es, vertraut mir. Ah, nein, sehr knapp, nein. Jetzt bekommt er diesen immensen Buff. Ich habe gedacht, komm, wir töten die beiden Side-Units und dann holen wir den noch raus. Leider nicht so passiert, aber wir können es trotzdem noch schaffen. Denn unsere zwei Units, er hat Ausweichen, er leider nicht, aber der hat eine Level 3. Und eine Level 3 kann man sicherlich annehmen. Und jetzt schaut euch an, was hier passiert. Schmackofatz Attack. Wobei, noch nicht Schmackofatz Attack. So. Buff. Und Level 3 von Reinhardt. Und dann ist es schon gelaufen. Ist doch eine sehr geile Runde gewesen. Auf zur nächsten Stage. In dem 25. Stock weiß legit kein Grand Cross Spieler, was das vercrackte Gimmick dort ist. Und deswegen werden wir das komplett bruteforcen mit Bun und Reinhardt Team. Was anderes können wir da nicht machen. Also wirklich keiner weiß, was da das Gimmick ist. Und wenn man da nicht weiß, was das Gimmick ist, nur man weiß nicht, wie man das umgeht. Dazu gleich mehr. Also das Gimmick hier ist, einfach irgendwann mal random bekommt einer von euren Charakteren oder mehrere von euren Charakteren einen 1000%igen Pierce-Buff.
Aber keiner kann sich erklären, wann. Hier oben steht dann dieser 1000%ige Pierce-Buff. Aber keiner kann dir sagen, wann du es bekommst, ob du es überhaupt bekommst, weil du musst ein bisschen stallen, ein bisschen chillen. Und nach zwei, drei Turns solltest du ihn eigentlich bekommen. Aber manchmal bekommst du ihn einfach gar nicht für sieben Turns. Und dann zieht sich das Match so lange, bis du einfach stirbst. Bis du einfach stirbst. Und dann bekommt es irgendein Random-Charakter, zum Beispiel wie Gotha oder sowas. Und es lohnt sich einfach nicht. Und deswegen werden wir das hier brute-forcen, weil es gibt einen kleinen Charakter hier, der einfach sagt, nee, juckt mich nicht. Und dieser Charakter ist hier dieser kleine Kollege, Reinhard. Der macht trotzdem so ehrenlosen Damage, das juckt ihn einfach nicht. Das juckt, ihn juckt es legit gar nicht, was hier das Gimmick ist. Er sagt einfach, nee, ich sag hier, was abgeht. Und ihr seht ihr gleich. Reinhard macht hier so ehrenlos Damage, er sagt, nee, das Gimmick juckt mich nicht. Ich weiß nicht, was das Gimmick ist, also juckt es mich nicht. Und das zeige ich euch hier jetzt. Ihr seht, boom, boom, bam. Eigentlich dürfte er nicht so viel Damage machen. Aber er macht trotzdem so viel Damage. Weil es ist Reinhard. Es ist Reinhard. Einfach Brute Force, bis ihr einfach beide Seiten uns getötet habt und dann zu Ludoschel gehen könnt. Was anderes könnt ihr hier einfach nicht machen. Und deswegen werde ich es bis dahin skippen. Also, ihr habt gesehen, beim Brutforcen haben wir da gar keine Probleme. Also, das Gimmick, ich habe das jetzt ein paar Mal probiert. Mit dem Team, was ich eigentlich machen wollte, das war mit Ult Rush, also mit Throten sterben lassen und die anderen mit Percussion Melee. Und dann irgendwann zwei, drei Turns abzuwarten, bis ich das Gimmick halt proc und den Buff bekomme. Ich habe den die ganze Zeit über einfach nicht bekommen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, scheiß drauf, dann tun wir das einfach Brutforcen. Was anderes bleibt mir einfach nicht übrig. Und ihr seht ja, das funktioniert. Nicht mal 5 Minuten haben wir gerade gebraucht für diese Stage. Das passt. Einfach Brute-Forcen mit eurem stärksten Team. Also mit diesem Team meine ich jetzt. Und mit eurem stärksten HP-Unit, wenn ihr Reinhardt habt. Ich hoffe, ihr habt Reinhardt, sonst ist diese Stage echt Rotz. Aber wie gesagt, ich habe euch das Team schon gesagt, was ich ausprobieren wollte. Spielt einfach Frau drin, Blue Frau drin, der die Ultimate bekommt, sobald er stirbt. Purgatory Melee, Queen Diane und hinten Green Gotha. Und hofft einfach, dass ihr den Buff bekommt. Ich bete für euch, falls ihr Reinhardt habt, spielt dieses Team Brute-Forcen. Habt ihr gar kein Problem. Im 26. Stock dürft ihr auf keinen Fall critten. Deswegen nehmen wir Cusack mit. Er hat eine Karte, mit der crittet er gar nicht. Margaret für den Level 3 Buff, Gorfo allgemein für den Buff und Liz, dass wir ein bisschen einfach überleben. Diesmal dürfen wir sogar First gehen. Hatten wir auch sehr lange nicht mehr. Und by the way, ich finde das Design von dieser Diane richtig krass. Ich finde es richtig krass. Und eure Keycard in eurem Team ist erstens Margaret und Cusack. Gorfo ist nur für den Buff da. Margaret natürlich auch nur für den Buff. Deswegen rankt den Margaret auf, dass ihr hier irgendwann mal einen Level 3 Buff habt. Hier könnt ihr fusen, das juckt nicht. Und dann diese Single Target, weil die kann legit nicht critten. Die kann einfach nicht critten. Es geht nicht. Es geht nicht. Deswegen benutzt diese Karte. Hoffentlich bekommt ihr sie nochmal, genauso wie jetzt. Leider kein Rank-Up. Das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Das ist sehr schade, dass wir da kein Rank-Up bekommen haben. Und einfach wieder diese Karte auf Diane drauf. Einfach wieder diese Karte auf Diane drauf und hoffen, dass ihr die Karte nachher wieder bekommt oder ein Rank-Up. Das ist natürlich ein Spiel mit dem Teufel, ist ja klar. Aber trotzdem, einfach hoffen. Rauf machen da. Dann können wir hier mal drehen, weil vielleicht bekommen wir ja eine weitere Market-Karte und können wir einfach das machen. Ihr seht, die crittet nicht. Und sobald die crittet, die bekommen alle so einen krassen Buff. Das ist trotzdem sehr gut, dann können wir fusen. Und ihr habt gesehen, die crittet nicht, aber sobald die crittet, der bekommt einen Buff, der bekommt einen Buff, der bekommt einen Buff. Natürlich aber nur die Person, die ihr crittet. Und deswegen wollt ihr gerne auf gar keinen Fall critten.
Wenn sie crittet, ist gewonnen. Hoffentlich crittet sie und tötet. Wenn sie crittet und nicht tötet, dann. Dann wär's kacke. Nice, Margaret. 400 sogar gemacht. Stimmt, ich war noch gebufft. Ich war noch gebufft. Ja, war garantierter Kill. Ihr habt gesehen, relativ YOLO gewesen diese Round. Wenn ihr mehr Küsse-Karten bekommt, auf Diana drauf machen einfach. Also diese Küsse-Karten, die halt nicht critten. Ich habe ja sehr wenige bekommen. Dann einfach auf Diana drauf machen und hoffen, dass euer Küsse nicht stirbt. Ihr habt gesehen, Margaret hat es noch gesolot. Margaret ist einfach MVP gewesen. Jetzt, da ihr die 26. Stage gesehen habt, braucht ihr nicht abgesteckt zu sein von der 27. Stage, denn sie ist um einiges einfacher als die 26. Stage. Ihr braucht einfach nur Taunt-Units, ihr könnt jeden nehmen, den ihr wollt, ihr könnt auch Naofumi nehmen, juckt nicht. Und hier hinten habe ich einfach hier Survivability reingemacht, dass wir einfach mehr überleben. Und nur Taunten, ihr könnt sowieso nichts anderes als Taunten machen, aber nur Taunten und warten, bis die Gegner sich selber töten durch Corrosion. Vertraut mir, das ist richtig einfach. Sowas ist perfekt, wenn wir einen zweiten Taunt für irgendeine Unit bekommen haben und dass es auch noch Alpha war, ist richtig gut. Ihr braucht unbedingt immer einen Level 2 Taunt von Anfang an. Dann habt ihr es einfach chilliger und eine Karte wasten. Ich habe gar nicht gesagt, welches Food ich mitgenommen habe. Ich habe Defense Food mitgenommen, aber nicht, weil ich einfach gesagt habe, okay, Defense Food ist besser. Ich hätte auch HP Food mitnehmen können, aber ich hatte HP Food nicht. Deswegen, wenn ich nichts sage, eigentlich immer HP Food. Ihr könnt auch hier mit HP Food reingehen, juckt nicht. Ich habe einfach nur Defense Food mitgenommen, weil ich HP Food nicht mehr hatte. Deswegen Defense Food dabei. Und ihr seht, einfach am Leben bleiben und warten, bis sie sich selber töten. Ihr seht, Corrosion kam. Und das die ganze Zeit. Ihr seht, ganz einfach. Und damit haben wir alle Tower Stages gemacht. Ich hoffe, dieses kleine Experiment hier mit diesen ganzen Tower Stages zu machen, hat euch gefallen. Ey, wieso ist es nicht gestorben? Aber damit haben wir wirklich alle drei Tower Stages gemacht. Und ich hoffe, das hat euch geholfen. Schreibt mir wirklich bitte in die Kommentare, ob es euch geholfen hat, meine ganzen Tower Videos. Wenn ja, sehr gut. Genau das will ich, dass es euch hilft. Weil, als ich meine Tower-Videos gemacht habe, habe ich auch viele Tower-Videos angeschaut von anderen, bevor ich überhaupt YouTube gemacht habe. Habe ich auch sehr viele Tower-Videos von anderen geschaut und die haben aber nie genau erklärt, was sie da gemacht haben. Ich hoffe, ich mit meiner genauen Erklärung, auch wenn die Videos ein bisschen länger dann sind, habe euch sehr geholfen. Vergesst nicht, den Tower fertig zu machen. Bis zum 31.08. ist er nur noch. Das war's.